Hallöchen Leute und willkommen zurück hier bei der Pokémon Smaragd Edition. In der letzten Folge sind wir mit dem Wässerchen um Faust O'Haven fertig geworden, haben unter anderem auch das Schiffswrack soweit erkundet, wie es geht und einmal das Rätselhaus besiegt. Und heute sind wir mit der zweiten Runde dran, denn wir haben uns noch eine weitere verdient. Jetzt, nachdem wir unseren Vater besiegt haben... Woher wusstest du, dass ich mich hinter dem Fenster versteckt hatte? Clever! Ja, jedenfalls wird einem jetzt ab der vierten Runde... Oder ist das schon die fünfte Runde? Jedenfalls wird uns... Nee, es ist die vierte Runde. Es wird uns jetzt nicht mehr angezeigt, wo sich der Rätselmeister versteckt. Das ist auch eigentlich halb so wild. Man muss halt alles anklicken, was irgendwie so aussieht, als könnte es interessant sein. Und das kriegen wir ja ganz gut hin. Ich habe keine Zeit, das zu verstehen. Ich will nur kämpfen. Wenn du kämpfen willst... Ja, im Rätselhaus gibt es Trainer, aber das wäre dann vielleicht doch nicht meine erste Anlaufstelle. Ich gestehe. Naja, was ich noch gemacht habe, ich habe logischerweise unser Pokémon geheilt. Weil sinnvoll, ne? Muss man einfach mal zugeben. Aber ich habe auch ein bisschen Inventarmanagement betrieben. Das heißt, ich habe solche Sachen wie unsere Perle, also die Riesenperle. Oder was haben wir denn noch? Halt den ganzen Dreck verkauft, AP Plus und sowas eingelagert, damit wir das dann vor der Pokéliga alles verwenden können. Auch wenn ich verloren habe, liebe ich das Kämpfen. Und Wölkchen entwickelt sich. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen nachzugucken, aber es passiert im Level 35. Cool. Das wollte ich gerade eben noch machen. Und dann habe ich es mal wieder vergessen. Hoppla. Aber wir haben jetzt ein wundervolles Altaria. Wölkchen ist groß geworden. Und möchtest du was erlernen? Feuerodem möchtest du erlernen? Natürlich darfst du das. Feuerodem, das wird dir gut zu Angesicht stehen. Mach mal Furienschlag weg. Das hat eh nie so gut getroffen. Ganz wunderbar, Wölkchen. Sehr schön. Dann nehmen wir hier noch einen Eilbrief mit. Genau, die ganzen Briefe habe ich unter anderem auch verkauft. So, hier haben wir noch einen Kampf. Den übernehmen wir gleich mal. Auch wenn wir hier eigentlich noch nicht hin müssen. Das Rätselhaus wird immer verrätselter. Komplizierter, oder? Ja, doch, schon. Er probiert's halt immer weiter mit anderen Herausforderungen. Aber ich persönlich muss sagen, dieses Schieberätsel hier ist nicht unbedingt das komplizierteste. Ach, wie niedlich das aussieht, wenn man es selber hat. Wenn man es auf seiner Seite stehen hat. Das ist ja cute. Und es ist stark. Naja gut, war auch eine Vierfachschwäche, ne? Und frisch entwickelt, aber trotzdem... Ah! So, dann räumen wir das hier schon mal aus dem Weg, damit da später nicht noch irgendwas Doofes passiert. Und dann schnappen wir uns mal irgendwo die Schriftrolle. Da ist sie doch schon. So, das kommt da weg. Und hier noch einmal rum. Und noch ein Schwarzgurt. Hey, Felsen, wie diese räume ich mit dem kleinsten Finger aus dem Weg. Ja, das ist ganz wunderbar für dich. Ich benutze zwar Karpels dafür, Hideo Kushima, aber... Kojima, nicht Kushima. Ja, dennoch bin ich sicher, dass meine Pokémon stärker sind als deine Pokémon. Weil nur wenn... Weil du Felsen mit dem kleinen Finger bewegen kannst, heißt das nicht, dass deine Pokémon genauso gut trainiert sind. Wie man hier an dem Makuhita schon gesehen hat. So, Nummer 2. Ein kleines Mashok. Das wird wahrscheinlich, genau, noch einen zweiten Angriff aushalten. Also, einen ersten Angriff aushalten und noch einen zweiten Angriff benötigen. Aber kein Problem. Schon erledigt. So schnell kann es gehen. Schau, Mashok. So. Ich kann Felsen bewegen, aber ein Rätsel zu lösen ist mir zu schwer. Wobei das gar nicht so kompliziert ist. Hier, guck mal, hier nur noch einmal so rum und dann sind wir auch schon da. Dann packen wir den weg. Lernen die Schriftrolle auswendig. Die mal sicher wieder einen richtig komplizierten Code hat. Rätselmeister ist... Und hier irgendwas einfügen. Das war ja natürlich jetzt blöd von mir gewesen. Hä? Warum haben die sich resettet? Warum haben... Hä? Ich wusste nicht, dass die sich resetten.
Das hat sich ja dann gelohnt. Naja, gut. Rätselmeister ist cool. Ich wusste doch, Rätselmeister ist und dann irgendwas. Der Klassiker. Ah, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, die Felsen hin und her zu schieben. 3 Punkte noch und dann bist du bei mir. So, Rauchball, bitteschön. Und jetzt hau ab, du Pisser. Ja, noch hast du nicht gewonnen. Ich weiß. Ja, ich weiß. Noch hast du nicht gewonnen vor allem. Noch hast du nicht gewonnen. So, das ging schnell. Rätselhaus Runde 4. So. Noch eine sollten wir aber gerade nicht zur Verfügung haben. Jetzt müsste er wieder vor dem Ding... Ja, da steht er schon. Juti, das heißt, wir haben das erledigt. Und dann können wir eine kleine Nebenquest heute angehen. Wobei vielleicht sogar... Na, ich weiß nicht. Das eine ist eher Erkundung als Nebenquest. Aber eine Nebenquest haben wir auf jeden Fall. Aber ich würde erst die Erkundung übernehmen. Weil die wesentlich schneller geht. Da müssen wir noch einmal nach oben und dann funktioniert das fast von alleine. Vor allem bin ich super unsicher, ob ich das nicht vielleicht schon gemacht habe. Hallo Walter. Und genau er wird uns gleich die Nebenquest geben, wenn es denn soweit ist. So. Hier einmal zertrümmern. Ach, natürlich. Hallo Kleinstein. Warum solltest du auch nicht hier erscheinen? Moin, mein Freund. Na? Kennst du schon Wölkchen? Ich glaub nicht. Mach's gut. Okay, so. Dann hier nochmal an ein paar Leute dran fahren. Ist das nicht wunderbar? Und dann haben wir hier den feurigen Pfad. Ich benutze mal wieder unseren guten Schutz. Davon haben wir ja glücklicherweise noch ein bisschen was übrig. Und dann versuchen wir mal, hier hinter das Geheimnis des feurigen Pfades zu kommen. Wie gesagt, habe ich keine Ahnung, waren wir hier schon drin? Und wenn, ist es halt vorm Urlaub gewesen und deswegen habe ich davon keine Ahnung mehr. Ich hoffe einfach mal, wir haben das noch nicht. Ja, wir haben es noch nicht. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt ganz schön doof ausgesehen, wenn ich das jetzt doppelt erledigt hätte. So, hier einmal nach unten. Mit dem Rausch der Geschwindigkeit. Ganz vorsichtig. So, genau, sonst hätten wir uns das jetzt verbaut. Schutz wirkt nicht mehr, aber wir nehmen uns den Feuerstein mit. Und damit ist diese kleine Erkundung auch erledigt. Gut, dann heißt es jetzt Rückzug. Ah ja, hier hat es sich jetzt auch wieder resettet. Interessant. Na gut, von mir aus. Ist mir egal. Jo. Und wieder weg nach Malvenfoe. Und auf dem Weg dahin haben wir noch was Minimales zu erkunden. Der gewiefte Beobachter sollte sich hieran noch erinnern können. Oder sich denken, ja doch, da könnte man mal gucken, denn... Genau hier finden wir ein KP+. So. Da weiß ich nicht, ob da was liegt, deswegen lasse ich es einfach mal. Und dann sind wir damit durch und wir können mit Walter reden. Oh, Oliver, du siehst aus, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Gut, ich habe es entschieden. Du tust mir einen Gefallen, Oliver. Malvenfroh City hat einen unterirdischen Bereich, der Neu-Malvenfroh heißt. Oliver, ich schick dich jetzt herunter, damit du den Generator ausschaltest. Der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für Neu-Malvenfroh. Kelleröffner erhalten. Mach dir keine Sorgen, man kann das nicht gerade als Herausforderung bezeichnen. Der Eingang zu Neu-Malvenfroh ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Das ist alles, du kannst mir vertrauen. Ja, okay, Walter, ist in Ordnung. Dann betreten wir mal Neu-Malvenfroh. Ja. Eine kurze Surfstrecke, dann lesen wir erstmal hier. Team Aqua war hier. Das hat jemand auf das Schild gekritzelt. Ein anderer hat es überschrieben. Team Magma, das beste Team, steht da nun. Idioten. Was für Idioten, das ist... So, Kindergarten mit denen. So, und wir sind jetzt hier in Neu-Malvenfroh. Und wir öffnen das Tor mit dem Kelleröffner. Und sind nun angekommen.
und haben hier ein lustiges Schalterrätselchen. Ich werde auch gleich Schutz benutzen, aber hier haben wir zwei neue Pokémon, die wir natürlich fangen möchten, ne? Das ist ja klar. Und deswegen benutzen wir direkt mal Feuerodem, um das Magnetilo anzuschwächen. Vielleicht sogar direkt mit... Nee, leider nicht. Aber dann schicke ich mal einen Gesang hinterher. Dann gibt es das Pokémon-Fangen heute direkt in der Folge. Aus dem neuen Bereich hier. So. Und ja, nehmen wir Superbälle, dafür haben wir genug. Und das Magnetilo sollte eigentlich schnell drin bleiben. Sage ich doch. Gut. Magnetilo, Magnet. An seinen Seiten trägt es starke Magnete. Eisenhaltige Gegenstände werden aus einer Entfernung von bis zu 100 Metern angezogen. Nein, es bekommt keinen Spitznamen. Und wir benutzen den Schutz. Denn das Pokémon, was wir noch brauchen, wird hier nicht sein. So, hier muss man vorsichtig sein. Das ist nur ein Verarscheknopf, der würde nämlich die Tür dazu machen. Da haben wir ein Fluchtseil. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ja, ach, das ist der Rückweg. Okay, ein Hyperball. Aber jetzt, wo wir den Hyperball hier haben, haben wir auch den Rückweg eigentlich schon abgeklappert und brauchen da dann nicht mehr lang zu gehen. Dann kann ich hier mit dem Fluchtseil raus und das hat Vorteile. Ja, nochmal den Schutz einsetzen. Haben wir hier oben rechts was? Ja. Und zwar ein Voltoball. Wie wir es aus dem Kraftwerk der gelben Edition schon kennen, gibt es hier getarnte Pokémon. Und deswegen habe ich den Schutz hier eingesetzt. Wir hätten natürlich das Voltoball auch so suchen können, aber ich dachte mir, nicht unbedingt notwendig. So, hier noch ein Gesang hinterher. Ach, der nicht trifft. Okay, gut. Noch ein Gesang, der nochmal nicht trifft. Funkensprung. Wirken. Jetzt aber. Ja, geht doch. Gute Nacht, Voltoball. Und es schläft mit offenen Augen. Das ist ganz schön gruselig. Guckt euch das an. Naja, gut. Superball schmeißen. Und so einfach kann's gehen, sage ich einfach schon mal. Und ich hatte recht. So einfach kann's gehen. Oh. Voltoball. Ball. Es ähnelt einem Pokéball sehr. Da es bei der geringsten Berührung explodiert, gehen sogar erfahrene Trainer sehr vorsichtig mit ihm um. Nein, Voltoball kriegt keinen Spitznamen. Und ich kann den nächsten Punkt auf meiner klugen Pokémon-Smaragd-Liste streichen. Ist das nicht wunderbar? So. Dann schnappen wir uns dieses Knöpfchen. Und eins ist ein Voltoball, eins nicht. Deswegen gehe ich an den anderen Ball einfach mal nicht ran. Hier selbes Spiel. Ignorieren wir einfach den anderen. Da haben wir es viel einfacher. Und da sind wir tatsächlich schon angekommen. Da haben wir den Hauptschalter. Und noch ein Donnerstein für uns. So, flupp. Oliver stellt sich auf den Schalter. Der Generator ist ausgeschaltet. Ganz wunderbar. Warte mal. Ich hoffe, man hat es gehört. Der Schalter klingt beträchtlich nach einem Staubsauger, wollte ich gerade sagen. Nach einem Kugelschreiber. Wie komme ich auf Staubsauger? Naja, gut. Einmal Fluchtseil schwingen. Whee! Wir sind draußen, wir haben unsere kleine Mini-Quest erledigt, die Pokémon gefangen, die beiden Voltoball dürfen schlafen, die wir da noch haben. Und alles ist entspannt, jetzt holen wir uns nur noch eine kleine Belohnung ab. Und dann lege ich noch die beiden Steine ab, die wir bekommen haben. Ach, wisst ihr, ich gehe erstmal hier in den Markt und verkaufe noch den Brief, den wir beim Rätselmeister gefunden haben. Hallöchen, na? Ein Eilbrief habe ich für dich. Ja, so. Und dann haben wir hier noch ein... Nein, das war's da. Schon wieder das falsche Menü. Hier haben wir ein KP+. Wer kann das gebrauchen? Tatsächlich Kinoko. Okay. Dann kriegst du das Ding.
Hallo, Walter. Neumalfenfrohes erledigt. Ich wusste es, Oliver. Ich wusste, ich habe die richtige Person herausgepickt. Hier, das ist mein Dankeschön. Eine TM, die Donnerblitz enthält. Nimm, du hast sie dir wirklich verdient. Vielen Dank, Walter. Vielen, vielen Dank. Donnerblitz nehme ich gerne. Es freut mich zu sehen, wie energetisch sich die jungen Leute heute entwickeln. Juti, und das heißt nun, wir sind bereit für komplett neue Gefilde. Nicht nur für Gefilde, die wir noch nicht auf unserem eigenen Pokémon kennen, sondern wirklich für komplett neue Gefilde. Und deswegen, Tasche sieht gut aus, Schwester Joy. Einmal bitte nochmal Wölkchen heilen. Das hat so ein bisschen was abgekriegt in Malvenfroh, Neu-Malvenfroh. Aber so schnell kann es gehen. Und die wilde Reise geht weiter. Wir schauen mal eben auf das Pokénav. Spaßeshalber. Und ihr könnt jetzt hier sehen, wir haben den kompletten linken, den kompletten östlichen Bereich abgeklappert. Und haben jetzt nur noch, in Anführungszeichen, den westlichen Bereich offen. Und unser Plan sieht jetzt erstmal so aus, wir gehen hier nach oben, dann hier nach unten, dahin und machen dann diesen kleinen Bereich hier noch. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber das hat alles seine Gründe und seine Taktik. Ihr werdet sehen. So, nun aber erstmal mit dem Surfer übersetzen. Und natürlich auch erstmal einem Tentacher begegnen. Das ist natürlich wichtig. Überall, wo man ist, muss natürlich ein Tentacher sein. Mach's gut, Alter. Kein Interesse an dir. Ah, eine Profiangel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja, klar, sicher. Ja, da sind wir der gleichen Meinung. Ah, ich schenk dir einfach diese Profiangel. Danke. Vielen Dank. Wo immer du Wasser findest, versuch dein Glück mit Angeln. Versuche alle möglichen Arten von Pokémon mit der Profiangel zu fangen. Wir werden sicherlich irgendwann die Profiangel benutzen. Aber noch nicht jetzt. So, Hallöchen, Pia und Udo. Oh, du bist Oliver, hallo. Erinnerst du dich an uns? Zeig uns doch, wie stark du geworden bist. Okay, das war das Stichwort. Das Rematch gegen Pia und Udo, die haben wir ja schon mal gesehen und bekämpft, als wir auf dem Weg nach Laubwechselfeld waren. Und danach haben die beiden sich ja verzupft und hier sind sie wohl gelandet. So, wir schnappen uns erstmal hier einen Feuerodem. Und hier einen Doppelkick. Machen wir das Magnetilo nicht ganz zu hart fertig, wenn das Krakelo schon Volltreffer abbekommt. Dann kriegt das Magnetilo lieber eine Attacke ab, die genauso gut funktioniert, aber eine höhere Trefferchance hat. Macht's gut, ihr beiden. Dieses Mal kriegt ihr auch kein Interview von mir. Ja, 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 intensiver Kampf, wissen wir. Alles wunderbar. Bettzeit. Ah ja, das habe ich beim letzten Mal gesagt. Mhm, ja. Und wie sieht's heute aus? Nein, 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 nein. Okay, aber gib nicht auf. Wir werden dich weiter im Auge behalten. Das ist mir sowas von egal. Macht's gut, Leute. Ich bin ein Angler, aber auch ein Trainer. Ich ziehe die Pokémon auf, die ich gefangen habe. Das ist ja ganz wunderbar, dass du das tust. Und mir ist gerade noch was eingefallen, was ich eigentlich noch machen müsste, bevor wir uns jetzt auf die nächste Route begeben. Aber wobei, wir müssen das, glaube ich, dann sowieso später nochmal erkunden. Also es ist für den Moment gar nicht so unglaublich wichtig. Wir benutzen mal Schnabel. Mal gucken, wie... Ja, Tentarat eindeutig eine niedrigere normale Verteidigung als Spezial. So, ein Kanivana. Da weiß ich tatsächlich gar nicht, was stärker ist, was schwächer ist. Aber durch Rauhaut machen wir, glaube ich, mit Spezialattacken nichts falsch. Ja, und es ist sowieso ziemlich stark gewesen. Wenn ich das mal sagen darf. Ich dachte, ich wäre gut im Training. Ja, denken und tatsächlich sein sind immer zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Oh, hi Troy. Ah, hi Oliver, ich bin's Troy. Wir haben uns in der Höhle in der Nähe von Faustohaven getroffen. Hast du seitdem viele Pokémon gesehen? In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon. Wenn du nur deine Lieblings-Pokémon aufziehst, ist das völlig in Ordnung. Aber vielleicht findest du es ja auch spannender, unterschiedliche Pokémon aufzuziehen. Ja, zumindest für dieses Let's Play, deswegen habe ich ja Lizzie gefragt. Was denkst du als Trainer darüber? Okay, das geht mich eigentlich gar nichts an. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, mach's gut, Troy. Ciao. Das war ein interessantes Intermezzo. Den guten Troy hier zu treffen. Nehmen wir uns mal lieber diese Zitrubeeren hier ab. Das ist viel besser. Oh, noch zwei Zitrubeeren. Nom, 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 nom. Okay, hier haben wir noch einen Vogelfänger. Moin, Kumpel. Erhebt euch, meine Vogel-Pokémon. Ich weiß nicht, ob die da so Bock drauf haben, sich zu erheben, aber... Vitali. Man wendet sich nicht gegen von... Nein, das war Luigi. Vitali war vitalisierend. Aber ich weiß nicht mehr, für was die Werbung war, ich gestehe. Aber ich wette, ihr kennt die auch alle. Die ist schon uralt. Mit den Klitschkos. So, ein Schwallboss kommt noch hinterher. Ich weiß nicht. Ja, nehmen wir einfach Feuerodem. Wird schon schief gehen. Ja, ja. Ist alles in Ordnung. So, noch ein Schnabel. Und mach's gut. So. Sie sind abgehoben. Okay. So, da haben wir nix. Und da haben wir ein wildes Pokémon. Hier unten auf der Route brauchen wir tatsächlich gar nichts. Ich weiß, das schockt mich auch. Dass wir hier nichts brauchen. Wir werden bald wieder was brauchen. Auf der nächsten Route zum Beispiel gibt es zwei Pokémon. Aber hier unten brauchen wir null nada niente. Und deswegen auch nicht dich, Wingal. Wirklich. Wir brauchen dich einfach nicht. Du bist sinnlos. Ach ja, so, Flucht. Und den Typen hier. Ey, Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen, sind die besten. Also, möchtest du mir hier sagen, dass... Vogel-Pokémon. Ja, nee, Vogel-Pokémon. Er sagte nicht Flug-Pokémon, er sagte Vogel-Pokémon. Ich wollte gerade sagen, dass er Gyarados diskriminieren möchte. Aber Gyarados ist kein Vogel-Pokémon. Gibt es ein Vogel-Pokémon, das nicht elegant durch die Lüfte fliegt? Ah, das war eine Bruchlandung. Außer Dodo und Dodri. Wobei die beiden ja auch Fliegen erlernen können aus irgendwelchen ominösen Gründen. Ne, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. So, hier haben wir noch zwei... die uns zu einem Doppelkampf einladen möchten. Und den nehmen wir natürlich gerne an. Ich werde vor Selbstbewusstsein platzen, wenn ich einen starken Trainer besiege. Ey, das ist ein unglaubliches Käfer-Pokémon. Mein großer Bruder hat das für mich gefangen. Mal gucken, ob du mit deinem unglaublichen Käfer-Pokémon gegen uns ankommen kannst, Hannes. Und die gute Gertrud mit ihrem Absol. Ein Pinsir ist es. Okay. Ein Pinsir. So, dann machen wir doch mal Schnabel darauf und Doppelkick darauf. Das wird zwar bei Pinsir nicht reichen. Nee, dachte ich mir. Aber Absol sollte auf jeden Fall weg. Ach, pff, guckt mal. Ja, eins hätte auf jeden Fall überlebt. Aber vielleicht hätte ich Absol am Leben lassen sollen wegen Giolotine. Aber Pinsir macht eh nur Härtner. Ja. Da muss ich, glaube ich, nichts großartig gegen haben. Mach's gut, Pinsir. Das war der Kampf. Und Garrison, Level 38. Wunderbar. So viel zu meinem Selbstbewusstsein. Ah, du Viechling. Ja, ich bin wirklich bösartig. Ich weiß. Es tut mir auch fast ein bisschen leid. Ein Hyperball bekommen wir hier noch. Wunderbärchen. Hier oben haben wir nichts. Und hier drüben haben wir nur noch die beiden Mädels. Hallo? Hallo Trainer, ich hoffe, deine Pokémon fangen nicht an zu weinen, wenn wir sie verlieren. Ja, du, ich glaube nicht, dass das irgendwie passieren wird. Lea und Grit. Und mal wieder die spannende Kombination Papinella und Pudox. Machen wir mal so und so. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht wunderbar. Dann Garrison, bitte einmal den Fuß durchs Gesicht ziehen. Ah, verdammt. Ich habe leider damit gerechnet, dass das passieren wird. Ach ja, na gut. Dann ist es so.
Dann gucken wir mal, wie stark Wölkchen ist gegen das Pudox. Ja, das hätte auch gereicht. Na gut. Erledigt ist erledigt. Oh, wir haben verloren. Ja, ich hab verloren. Das wären die. Und dann haben wir hier jetzt noch... Warte mal, ich lese erstmal das Schild hier. Okay, ganz langweiliges Schild. Hier haben wir die Villa des Bärenmeisters. Da kann man auch hinten lang gehen, ist aber unwichtig. Aber die haben hier wunderbare Bärenfelder, die man bepflanzen kann, wenn einen das interessiert. Ah, du kannst mich Bärenmeister nennen. Ich träume davon, die Welt mit hübschen Blumen zu bereichern. Daher züchte ich Beeren und gebe sie an andere weiter. Du hast dir auch eine verdient. Eine Labrusbeere? Ach, sei nicht so schüchtern. Nimm dir noch eine. Und eine Tronzibeere. Mhm, da staunt ihr, Freunde. Besuch unbedingt den Blütentraumblumenladen bei Meteoros City. Lass die Welt in Blumen schwelgen. Ich glaube, das sind die Töchter oder die Enkelinnen von hier. Mein Mann züchtet Bären. Der ist bestimmt der bärenzüchtigstere Bärenzüchter, den es gibt. Er macht mich unglaublich stolz. Sag mal, Kind, du kennst dich zufällig einen guten Spruch? Nein, aus dem Kopf kenne ich den nicht. Entschuldige, Bruder. Das ist super. Ja, es gibt hier tatsächlich 5 bestimmte Sprüche, 4 oder 5 sind's, die man sagen kann, um besondere Bären zu bekommen. Ich kenne ihn nicht aus dem Kopf. Googelt einfach mal danach. Ja. Oh, das ist ein guter Spruch. Du bist bemerkenswert. Hier, das möchte ich dir schenken. Eine Maronbeere. Entschuldige, Bruder, ist halt nur eine Maronbeere wert. Unsere 4 Enkelkinder sollen noch begabter als mein Mann werden. Das Leben erfüllt einen immer wieder mit Freude. Mhm. So, was jetzt mit dir? Du drehst dich hier einmal schön im Kreis, genau, und dann kann ich mir erstmal die Beeren schnappen. So. Und das ist natürlich auch sehr uneigennützig, ne? Weil, wenn wir die Beeren hier ernten, die natürlich schon ausgewachsen sind, kann der Bärenmeister wieder neue einpflanzen und kann damit wieder die Blüten der Beeren sehen. Er sagt, ja, die Welt soll in Blüten erstrahlen oder sowas. Und deswegen... Ja, bei fertigen Beeren gibt es halt keine Blüten mehr. Und deshalb opfern wir uns uneigennützig dafür, dass der Bärenmeister die Welt in Blumen erblühen lassen kann. Sind wir nicht großartige Menschen? Ich finde uns auch ganz wunderbar. So, hier noch die Granabeeren. So, die schnabupseln wir uns hier. Noch mehr schnabupseln. So, und hier schnabupseln wir noch ein bisschen rum. Schnabupsel, schnabupsel, schnabupsel. Und hier noch. Juti. Das wär's dann hier. Und mit der holden Dame werden wir uns in der nächsten Folge anlegen. Ich stelle mich mal hier hin, das sieht besser aus. Genau, und wenn wir das dann erledigt haben, dann geht es weiter gen Norden in ein neues Abenteuer auf eine neue Route. Mal schauen, was wir dort so alles erleben werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!